Sport Klaassen, Ihr Sport 2000 Händler mit der Riesenauswahl an Sport und Outdoor auf 3000 Quadratmetern. Jetzt auch online. Besuchen auch Sie uns. Mach's Beste draus. Das ist das Lebensmotto von Anke Ahrens aus Idafehn und auch das Thema ihrer Ausstellung in der Eisenhütte in Augustfehn. Ende 2019 ist Ahrens mit dem Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert worden. Eine sehr seltene Erkrankung, die die Muskeln und das Nervensystem angreift. Seitdem nimmt sie sich besonders viel Zeit für die Malerei. An manchen Tagen hänge ich dann 3 Stunden davor, habe auch Stöpsel in den Ohren, gute Musik an und dann höre ich nichts mehr. Also dann ist es tatsächlich so, dass mein Mann mich anrufen muss übers Handy, willst du was essen? Weil ich nichts höre, ich tauche total ab und bin völlig out of order in meinen Farben und in was weiß ich was alle drin, weil ich mich dann auch so konzentriere und dann da die Musik und es ist halt einfach dann so mein Abtauchen, ne? Die 49-Jährige ist auf Gehhilfen angewiesen. Ihre Beinmuskulatur macht manchmal, was sie will. Das hat schon zu Stürzen geführt. Für Ahrens ist das aber noch lange kein Grund aufzugeben, sondern zu kämpfen. Also viele sagen immer, wie so, du bist ja so munter und bist ja wie früher. Ja klar, aber wenn es mir schlecht geht, gehe ich auch gar nicht aus dem Haus. Dann sieht man mich ja gar nicht erst. Dann bleibe ich ja gleich zu Hause und sage, komm, nee, heute nicht. Bin nun Gott sei Dank damit gesegnet, immer positiv zu sein. Und es gibt ein Vorleben und ein Jetztleben. Es muss ja nicht schlechter sein. Und ich habe vorher schon gemalt. Das hat mir mal viel geholfen. Sowieso viel rausgehen, viel die Natur genießen. Wir auf dem Land, wir haben es ja richtig gut. Mal ja am liebsten Küste. Oder ich bin ja auch gerne auf Houston mit meinem Mann. Und dann machen wir Fotos und dann wird das gemalt. Und eigentlich ist es dann so... ich kann es nicht als Therapie bezeichnen, das wäre zu viel gesagt, aber ich mache es halt einfach gerne. Die Ausstellungen in der Eisenhütte werden vom Eisenhüttenverein organisiert. Die Künstler wechseln alle paar Wochen. Eigentlich ist Anke Ahrens Ausstellung schon im Oktober gestartet. Wegen Corona gab es eine Pause. Jetzt kann man sich die Bilder noch bis zum 18. Juli anschauen. Also das... Und es ist natürlich auch dann ein Stück weit toll, wenn man dann sagt, ach Mensch, guck mal hier, wäre ja doch noch zu was nütze. Es ist ja, wie es ist. Wir können es ja nicht ändern. Und wenn man immer hadert, dann wird es ja noch viel schlimmer. Das strengt einen ja auch an. Das triggert ja auch die Krankheiten. Schlimm ist, wenn man keine Diagnose hat. Das ist wirklich schlimm. Aber wenn man sie dann hat, dann muss man die einfach annehmen. Das ist ja ein Teil von mir. So ist es eben. Ich muss das dann immer erstmal für mich klar haben. Ich brauche mal 1-2 Tage, muss dann immer gucken, was ist das? Was kann ich tun? Kann ich was tun? Und und dann habe ich auch einen Plan. Und den hat sie unter anderem in der Kunst gefunden. Mach's Beste draus, eben.